Heute fahren wir über eine riesige Brücke, die von drei gefährlichen Rainbow Friends beschützt wird. Welches Auto tatsächlich die Brückenfahrt übersteht und welches Auto am Ende des Tages bei Orange im Mund landen wird, das und vieles mehr sehen wir in diesem Video. Viel Spaß! Meine werten Damen und Herren, das ist tatsächlich die Brücke mit den berüchtigten Rainbow Friends, die ganz schön aggressiv sind. Oh mein Gott, die Brücke. Hey, 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 ganz ruhig, du Kleiner. Alter, okay, Leute, ihr merkt schon, es ist ganz schön kräftig hier. Die Leute, die hier tatsächlich die Brücke beschützen, und zwar die drei Rainbow Friends, sind ganz schön aggressiv. Die schlagen gerne mal so zu. Und oh, oh, so wie es aussieht, sind sie auch gar nicht mal so ungefährlich. Okay, also so wie es aussieht, haben wir hier das erste Mal schon eine Brücke, die schon etwas zerschlagen wurde. Hey, schlag mich bitte nicht, okay? Oh mein Gott! Hey, schlag mich bitte nicht, okay? Okay, ihr bemerkt, wir dürfen die Brücke nicht einfach so betreten. Wir sollten auch am besten nicht mit diesen Rainbow Friends spielen, sondern wir müssen uns tatsächlich für ein Fahrzeug entscheiden. Wir fangen jetzt einfach mal mit einem kleinen Go-Kart einfach mal an und schauen mal, wie dieses kleine Vehikel hier tatsächlich abschneiden wird. Das heißt, wir fahren einfach mal klein los. Oh nein, es ist so langsam. Aha! Okay. Nee, okay, okay. Ist egal, wir fahren jetzt einfach mal mit einem langsamen los. Was? Lass uns ein anderes kleines Auto lieber nehmen, ne? Wir müssen klein, aber fein anfangen, deswegen lass uns irgendwie was Kleines nehmen. Hier, dieser gelbe, ne? Das ist so ein ganz normaler, ganz entspannter Wagen, so ein Taxi, okay? So, für ein Taxi ist das eigentlich ganz nice. Oh nein, oh, jetzt bin ich da aus Versehen. Oh nein, was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Egal, passt schon. So, wir können jetzt trotzdem noch fahren, das Auto hat auf jeden Fall noch Power. So, wir fahren jetzt hier mal durch, nicht in das Loch rein. Oh mein Gott! Okay, wir machen es entspannter. Wir nehmen uns einfach mal hier so einen Familienwagen hier und fahren jetzt einfach hier sozusagen los, okay? Und müssen einfach jetzt nur Gas geben und dann kommen wir hier durch. Wir schaffen das, okay? 3, 2, 1. Okay, wir fahren los. Wir fahren los, wir fahren los. Alles entspannt, alles entspannt. Oh, er greift an. Oh, okay, okay, okay. Wow, oh, oh, ganz ruhig, Blue, ganz ruhig. Okay, Leute. Oh, Blue, hör auf zu schlagen. Oh nein. Oh, okay, okay, okay. Nein. Wow. Blue schlägt einfach die ganze Zeit auf diese Brücke drauf. Und wenn er da drauf schlägt, dann springen wir die ganze Zeit mit unserem Auto. Mann, wir brauchen irgendwas Schnelleres, Mann. Oder wir brauchen was, was weniger springt, okay? Zum Beispiel so ein Traktor. Oh, dieser Traktor hat richtig, der hat richtig Wumms. Wirklich. Der geht richtig ab. Okay, ganz ruhig. Wir fahren einfach ganz vorsichtig, dann schaffen wir das schon. Oh, okay, ganz ruhig. Opa, nein. Nein, okay, ganz ruhig, Traktor. Hey, ich wollte das nicht. Oh nein, die arme Brücke, ich muss hier schnell weg. Bevor ihr hier wieder, oh, zuschlägt. Nein. Ganz ruhig bleiben. Okay, jetzt kommt Blue. Blue, bleib ganz ruhig. Komm, bitte lass mich durch. Alles gut, alles Blut. Okay, ich muss jetzt hier eine Rückwärts an. Blue, pass auf. Blue, ich bin dein bester Freund, okay? Schlag mich nicht kaputt! Oh, die ganze Brücke! Blue, sag mal, bist du verrückt? Was soll das? So, jetzt wisst ihr was? Jetzt zeige ich mal dem Blue, was ich von ihm halte, ha? Hier ein bisschen... Wie wär's mit ein bisschen Gift? Ha? Auf dem Bauch hier. So, bitteschön. Bisschen Gift. Scheint ihm irgendwie nicht so viel auszumachen. Guck mal, er winkt immer noch. Hallo, Blue. Guten Tag. Wir müssen irgendeinen holen, der richtig... Da, Polizeiauto. Polizeiauto. Wir fahren... Ja, Mann. Mit Sirene. Polizeiauto. Okay. So. Wir fallen nicht runter. Wir geben einfach nur Vollgas. Okay. Wir fahren durch. Okay. Blue, lass mich in Ruhe. Blue, ganz in Ruhe. Okay, er lässt mich in Ruhe. Jawohl. Oh, jetzt schlägt er drauf. Nein! Alter, ich hab Orange schon fast erreicht. Okay, ganz ruhig, Roman. Du nimmst jetzt dieses Auto und du fährst jetzt einfach durch. Okay. So, einfach durchfahren. So, egal. Blue, bitte mach nichts. Jawohl. Jawohl, er isst mich. Oh! Alter, was? Ey, ich bin durch seinen Gaumen durchgefallen. Was war das denn? Habt ihr das gerade gesehen? Oh, warte mal. Ich hab eine Idee. Wir können hier dieses Militärgeschütz nehmen. Und dann können wir am Anfang einfach Black erstmal ausschalten, ne? Hier mit diesem Militärfahrzeug. Funktioniert das wirklich? So? Kann ich da... Jawohl.
Schaut euch das an. Ich kann ihn angreifen. Vielleicht kann ich dann seine Arme so ein bisschen kaputt machen. Funktioniert das? Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Guck mal, funktioniert das bei dem hier? Jawohl. Guck mal, wie gut es sogar funktioniert. Du musst nur seine Hand so ein bisschen abschießen, ne? Vielleicht funktioniert dann seine Hand nicht mehr. Ganz ruhig. Okay, okay, okay. Oh, er macht sogar beide auf einmal. Okay, ich glaube, er ist ganz schön sauer. Okay, okay, wir schießen die nicht mehr ab. Ich sag jetzt einfach bitte, bitte und dann fahre ich schnell durch. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Ganz vorsichtig. Ich muss ab einem Part. Blue, bitte, bitte. Blue, bitte, bitte. Jawohl, jawohl. Orange macht auf. Oh, oh. Oh. Okay, ich bin auf Orange drauf. So. Okay, 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 okay. Was ist jetzt mit dem Auto? Orange, bitte beiß nicht zu, okay? Nicht zu beißen. Orange. Orange! Ich weiß, wie ich das jetzt mache. Ich nehme jetzt hier einen waschechten LKW. Weil ein LKW kann nämlich nicht so viel springen, wie die anderen es tun. Dementsprechend, der ist immer relativ stabil. Das heißt also eigentlich, wenn er hier was macht, dann scheint der LKW relativ stabil zu bleiben. So, nochmal hier Blue, bitte. Blue! Okay, wir wissen auf jeden Fall, dass wir ein riesengroßes Problem mit Blue haben. Weil er schlägt immer zu und macht mir wirklich alles kaputt. Deswegen nehmen wir uns hier Nuclear Strike und dann dürften wir hier irgendwo ein Flugzeug sehen. Perfekt, dieses Flugzeug spielt uns in die Karten, ne? Denn wenn wir nämlich jetzt warten, bis das Flugzeug auf der richtigen Höhe ist, und zwar in der Nähe von Blue, können wir nämlich hier mit der Steuerung Blue ansteuern und ihm einfach den Arm kaputt schießen. 3, 2, 1, Abschuss! Okay, wir gucken mal, ob das funktioniert. So, Blue dürfte jetzt Schaden genommen haben, ne? Ich hoffe mal, das funktioniert. Wir versuchen mal hier nochmal ein bisschen mehr Schaden anzurichten bei Blue, damit er seine Hand nicht mehr gescheit verwenden kann. So, und hoffen mal, dass das Ding jetzt klappt. Okay, raus wieder aus dem Ding. Hat Blue Schaden genommen? Blue? Alter, der hat... Was? Der hat einfach nur ein bisschen Schaden bekommen. Hey, Blue. Hör zu. Lebst du noch, Blue? Ich glaube, Blue ist einfach tot, Mann. Es hat funktioniert. Bye, bye. Okay. Diesmal versuchen wir es nochmal mit dem LKW. Aber wir rasen einfach durch, okay? Ohne Problematiken. Einfach ausweichen. Vor dem Schwarzen hier ausweichen. Dann vor Blue ausweichen. So, und jetzt einfach direkt in die Schnauze reinspringen. Von Orange. Oh mein Gott. Was war da denn los? Yo, wir haben dem einfach fast den ganzen Kiefer einfach weggehauen. Leute, wisst ihr, was wir machen müssen? Wir müssen nochmal mit dem LKW springen, dann auf die Schnauze von Orange draufspringen und dann wird Orange wahrscheinlich nachträglich seinen Mund aufmachen und uns dann auf die Minecraft-Insel bringen, wo wir dann in diesem Haus leben können, okay? Können wir dieses Ding hier fahren, Mann? Ich probier's mal aus. Aber ich habe das Gefühl, diese Holzkonstruktion wird mich nicht aushalten, Mann. Aber ist okay. Ich fahr da einfach drauf, Mann. Wird schon passen. Fahr da einfach drauf. So. Okay, wir geben jetzt einfach Vollgas. So. Einfach nur als Test. Die Strecke ist zwar schon... Was? Oh nein. Oh nein, das Auto ist zu schwer. Komm, fahr, fahr, fahr. Fahr, fahr, du schaffst es. Blue, bitte nicht. Blue, ich sag dir eins. Bitte heute nicht. Oh mein Gott, er macht's einfach nicht. Er macht's einfach nicht. Okay, okay, okay. Oh, Orange macht den Mund zu. Orange macht den Mund zu. Extra für uns. Oh nein, jetzt nein. Oh, jetzt hat er zugebissen. Es wird wieder Zeit für einen grünen Lamborghini. Huh. Okay, die Idee ist, dass wir mit dem grünen Lamborghini gleich nochmal ganz entspannt, weil der nämlich leicht und schnell ist, auf Orange draufspringen und Orange dann dafür sorgen wird, dass wir dementsprechend auf die Minecraft-Insel teleportiert werden, beziehungsweise geworfen werden, indem er zu spät seinen Mund aufmacht, weil er nämlich nicht weiß, wie schnell der Lamborghini auf ihn zufahren wird. Deswegen, wir probieren unser Bestes und... Jawohl! Oh nein, oh nein, oh nein, wir springen zu weit! Wir springen zu weit! Nein! Der Lamborghini war zu schnell! Oh Mann, aber es hat gut funktioniert. Er hat uns gerade eben mit dem Mund tatsächlich nach vorne katapultiert. Okay, ich glaube, ich muss jetzt restarten. Okay, wir brauchen also ein langsameres Auto. Also probieren wir wieder den hier aus. Ich glaube, mit dem könnte es tatsächlich funktionieren. Wir fahren einfach nicht allzu schnell wie der Lamborghini, sondern ein bisschen langsamer. Springen dann hier auf den Orangenen wieder drauf, auf Orange. Dann dürfte er uns sozusagen wieder werfen. Jawohl, 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 wir steigen aus, wir steigen aus.
Wow, 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 wow. Und wir landen, Jo. Oh mein Gott, ich bin fast gestorben. Und jetzt sind wir einfach da. Ich bin im Penthouse. Okay, so jetzt können wir hier nochmal kurz die Augäpfel von dem guten alten Orange hier nochmal ein bisschen vergolden, ne? So, bitteschön, das hast du davon, Orange. So, jetzt bist du aber ganz schön gold geworden. So, und dann können wir hier vielleicht nochmal ein bisschen Lava-Gun noch auf ihn machen. Bitteschön, Orange. Viel Spaß damit. Okay, meine werten Damen und Herren, das war's mit der Folge. Gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schaut im Shop vorbei. Dort gibt's Dr. Auge. Und wir sehen uns. Haut rein, Leute. Ciao.